Das nächste Kapitel ist das Buch des Wissens. Die Vorzüge des Wissens, um Allahs Willen zu lernen und zu lehren. Also, Al-Ikhlas beim Wissen, dass man Aufrichtigkeit hat beim Erwerben von Wissen. Allah sagt, sprich, o mein Herr, mehre mein Wissen. Also Allah bringt dem edlen Propheten bei, sallallahu alaihi wasallam, bitte um mehr Wissen. Vermehre oder mehre mein Wissen. Und deswegen müssen wir das machen. Das müssen wir sagen. Rabbi zidni ilma. Ja Rabbi, gib mir mehr Wissen über die Religion. Machst du diesen Dua? Ja Rabbi, gib mir mehr Wissen über den Koran, über die Sunna, über den Fiqh, über die Aqidah und so weiter. Über deinen Propheten, über dich, ja Rabbi al-Alamin. Gib mir mehr Wissen über deine Namen und deine Eigenschaften. Flehe Allah an. Und Allah sagt, sprich, sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen? Das ist überhaupt kein Vergleich. Ja? Also du kannst jemand Unwissenden nicht gleichsetzen mit jemandem, der Wissen hat. Das geht so weit, dass Allah subhanahu wa ta'ala wissende Hunde den unwissenden Hunden den Vorrang gegeben hat. Bei was? Ja? Nee, das hat nichts mit Wissen zu tun. Da gibt es eine Sache. Ein Hund, der trainiert wurde, darf das. Ein Hund, der nicht trainiert wurde, darf das nicht. Islamisch gesehen. Ja? Genau, jagen. Darfst du irgendeinen Hund auf die Beute jagen? Nein, der muss trainiert sein. Oder dressiert sein. Das heißt, er weiß, er wartet, bis der Schuss gefallen ist und dann rennt er los. Wenn er vorher rennt, dann darfst du das Fleisch nicht mehr essen. Das heißt, der muss gelernt haben, warte, wenn der Schuss oder wenn der Pfeil fliegt, dann erst renn los. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einmal wurde er gefragt, sie haben an der Beute zwei Hunde gefunden. Einer war dressiert, der andere nicht. Da hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, esst nicht davon. Warum? Wir wissen nicht, welcher Hund hat ihn gepackt. Also selbst wenn in der Welt der Hunde, der Tiere, Wissende eine höhere Rangstufe haben als Unwissende, dann doch erst recht in der Welt der Menschen. Allah sagt auch, Allah wird die unter euch, die gläubig sind und die, denen Wissen gegeben wurde, um Rangstufen erhöhen. Und Allah sagt, wahrlich, nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten Allah. Ohne Wissen kannst du Allah nicht fürchten. Ohne Wissen kommst du nicht zu Allah, Azza wa Jal. Und deswegen gehört zu den ersten Bedingungen von La ilaha illallah, Wissen. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. So wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und bitte um Vergebung. Danach kam die Tat. Wie Al-Imam al-Bukhari gesagt hat, Al-Ilmu, Wissen, geht dem Handeln voraus. Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Also Wissen geht Aussage und Handlung voraus. Muawiyah radiallahu anhu berichtete, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wem Allah Gutes will, den lässt er in der Religion Fiqh gewinnen. Fiqh aus, also Verständnis, nicht nur wie man betet und fastet, dieser Fiqh, allgemeiner Fiqh im Sinne von Verständnis. Und dieser Hadith hier, wie ich vorhin erwähnt habe, müssen wir uns betrachten, wenn Allah dir Wissen gibt, dann will Allah Gutes mit dir. Was heißt das im Umkehrschluss? Was ist der Umkehrschluss von diesem Hadith? Ja? Genau. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht Gutes mit dir will, dann gibt er dir kein Wissen über die Religion. Also die Tatsache, dass du nicht lernst, ist ein Anzeichen für was? Allah will dich nicht. Und deswegen, wenn wir sagen, geh zu den Vorträgen, geh zu den Moscheen, nicht nur vor YouTube, erst recht nicht vor TikTok und liebe Geschwister. Also, dass man das sagen muss. Also, dass wir in einer Zeit sind, in der man das sagen muss. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dass man seine Religion nicht von TikTokern lernt. Junge, 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 Junge. Also, da gibt es doch wirklich Leute, die schauen sich dann diese Streams an von TikTokern. Der eine war Ex-Musiker, der andere war Ex, was weiß ich, Drogendealer, der andere war Ex, was weiß ich. Jetzt hat er Taube gemacht. Alhamdulillah, Alhamdulillah, möge Allah seine Taube annehmen. Was hat das jetzt mit Ilm zu tun, dass er jetzt Wissen vermitteln kann? Hast du als DJ Sahih al-Bukhari gelesen?
Oder während du Drogen vertickt hast, hast du da Aqidah Tahawiyah gelernt. Also da gibt es auch Leute, die maßen sich an. Ich habe eine Jahiliya, möge Allah uns allen vergeben. Okay, ich habe eine Jahiliya, so, Drogen und Allahu A'lam, was, ja, DJ irgendwie, Musik. So, heute habe ich Taube gemacht. Heute Abend gehe ich TikTok, mache einen Stream über die Religion. Ja, du musst erst mal lernen. Erst mal lernen. Und dann gibt es noch die Zuschauer, die sich das geben. 3 Stunden lang, dann gibt es 4, 5 TikToker oder was weiß ich. Und dann reden die einfach so. Und dann, la ilaha illallah, und dann dieser Wortschatz, Junge. Der Wortschatz, also da gibt es ja gar keine Waschmaschine, die das sauber bekommt, diesen Wortschatz. Ja. Was soll das? Was machen die da? Also das ist wirklich unverschämt. Du hast eine schlechte Vergangenheit, dann bleib ruhig. Bleib ruhig. Geh deine Religion lernen. Ja, heißt das nicht, dass also hat Allah meine Taube nicht angenommen? Ach, das ist eine Sache zwischen dir und Allah, darum geht es nicht. Aber du hast deine Religion nicht gelernt. Nur weil du Follower hast, heißt es nicht, dass du das Recht hast, über Allah zu reden, wenn du kein Wissen hast. Allah sagt, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und folge nicht, also rede nicht über etwas, worüber du kein Wissen hast. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Dass man in einer Zeit lebt, in der man sich alle Sekten anschaut. Ich will mal sehen, was die Schiiten sagen. Ich will mal sehen, was die Ahbash sagen. Ich will mal sehen, was die Sufis sagen. Ich will mal sehen, was die Ahmadiyya sagen. Ich will mal sehen, was die Aleviten sagen. Warum lernst du keine Ayat aus dem Koran? Doch, mach ich. Warum lernst du dann nicht 2 Ayat aus dem Koran? Doch, ich lerne 10. Warum lernst du dann nicht noch irgendwas über den Namen Allahs Azza wa Jalla? Guck mal. Du wirst keine Zeit finden, dir Sekten anzuschauen, wenn du deine Religion lernen willst. Es gibt genug Themen. Also es wird nie dazu kommen, dass du sagst, Alhamdulillah, alle Themen abgehakt, ich habe jetzt Zeit, um mir Sekten anzuschauen. Die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, das habe ich 1000 Mal gesagt, lautet, könnt ihr in vielen Aqidah-Büchern lesen, leider sind sie nicht auf Deutsch, wir gehen nicht zu Leuten der Sekten, wir hören nicht Leute der Sekten an, also wir hören nicht ihnen zu, wir diskutieren nicht, da gibt es Leute, Subhan Rabbi al-Azim, da gibt es wirklich Leute, die vernachlässigen das Lesen des Korans und das auswendige Lernen des Korans und die vernachlässigen Adhkar, aber wollen tagtäglich mit Schiiten diskutieren oder mit den Ahbash diskutieren oder mit den Sufis oder was weiß ich. Habibi, wenn du soweit bist, dass deine Aqidah von Ahlus Sunnah wa Jama'ah sitzt und deine Ibadah sind intakt und ein Sheikh hat dir gesagt, du bist soweit, dann mach die Diskussionen mit Sektenanhängern. Sollen wir keine Dauer machen? Sekunde. Allah sagt was? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Rufe auf zum Weg deines Herrn. Das ist der erste Schritt. Das ist nicht diskutieren. Du gehst irgendwo hin, sagst, es gibt Allah. Allah Azza wa Jal hat Namen und Eigenschaften. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist der letzte Prophet. Der Islam ist gut. Wir müssen beten. Al-Hajj ist eine Pflicht. Das ist Da'wah. Du erklärst den Islam. Das sollst du machen. Balliru anni walau aya. Übermittelt über mich, auch wenn es eine Aya ist. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana. Also, rufe auf zum Weg Allahs Azza wa Jal mit Weisheit. Weisheit ist was? Das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit, auf richtige Art und Weise. Nicht irgendwas zu tun. Du sollst das Passende zur passenden Zeit auf passende Art machen. Das braucht Wissen. Wal maw'idati al-hasana und gute Ermahnung, auf gute Art und Weise, mit schönen Wörtern. Dann gibt es eine nächste Stufe. Wajadilhum billati hi ahsan. Was ist der Unterschied zwischen Da'wah und Jidal? Da'wah, da gibt es nur einen, der redet, das bist du. Der andere hört nur zu, nimmt nur auf, das war's. Jidal, Diskussion, du redest, er erwidert.
Du redest wieder, antwortest. Er erwidert wieder. Du antwortest. Es ist Diskussion. Es sind zwei verschiedene Sachen. Und die Diskussion, das bedarf viel Wissen in diesem Thema. Du kannst nicht mit jedem diskutieren. Ich diskutiere mit Schiiten und Habeschen und Christen und Atheisten und Buddhisten und alle, die es gibt auf dieser Welt. Bist du ein Ibn Taymiyyah oder wer bist du? Wenn überhaupt, dann diskutierst du mit einer Gruppe. Ich habe mich spezialisiert auf Christentum. Jazakallahu khairan, brauchen wir auf jeden Fall. Wabarakallahu fik. Ich habe mich spezialisiert auf Diskussion mit Atheisten. Dass du über Atheismus allgemein redest, ohne Diskussion, also die Leute hören. Gibt es jemanden, der erwidert? Nö, ich rede, erkläre. Gott, es gibt Gott und Allah Azza wa Jal existiert und hier bitteschön sind die Beweise. Das kannst du ja gerne machen. Aber es geht um was? Nee, komm. Round one. So, und jetzt sag du mir, ich und hier und zack und da. Junge, da, Habibi, kannst du 10 Runden aushalten? Hast du die Kondition? Oder bist du nach der ersten Runde platt? Da kommt ein Scheinargument, ein Hadith, mit dem du nie gerechnet hast, nie gehört hast. Und dann bist du platt. Und jetzt? Aber leider, die Leute wollen nicht lernen, sie wollen diskutieren. Sie wollen diskutieren. Dass sie lernen, wie sie sich verbessern, ich bin so, was, soll ich besser werden als jetzt? Wie soll das gehen? Ich bin doch optimal, denkt sich der ein oder andere. Aber wenn es darum geht, so jetzt geht es um Diskussion gegen die Sekte und diese, da wollen sie alle dabei sein. Und das ist falsch. Du sollst nicht die Welt retten, aber dafür gehst du zugrunde. Du weißt, du hast nicht Koran gelesen, nicht Dhikr gemacht, nicht gebetet, aber hast die ganze Welt gerettet. Und jetzt? Wo sind deine Ibadat? Also Wissen anzueignen, liebe Geschwister, ist sehr wichtig, damit man auch nicht in die Fallen der Sekten gelangt. Das ist ja dann dieser Effekt. Die Leute, man sagt denen, hört mal zu, schaut euch nicht die Videos von Sekten an. Lernt bei den Predigern, die ihr kennt. Kennst du den Prediger? Nein. Ja, dann Finger weg. Gibt genug Prediger, die bekannt sind. Belasse es dabei. Du brauchst nicht 5000 Lehrer. Brauchst du nicht. Ein paar Lehrer reichen vollkommen aus. So, jetzt zieht er sich die Videos rein von Schiiten, Ahmadiyya, was weiß ich, was Ahbash. Und dann kommen die Fragen. Sag mal, wie war denn das? Ich bin ja ganz verwirrt jetzt. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, was haben wir den ganzen Tag gesagt? Du hast doch gar keine Ahnung. Wie letztes so ein Takfiri auch, wegen dem Buch von Sheikh Nail, dem neuen Buch von Takfir. Da ist ein Zitat von Sheikh Al-Muallimi, ja, ein Gelehrter aus Jemen. Also, dass sie diejenigen, die im Schirk fallen, entschuldigt sind. Und dann sagt er doch tatsächlich, was, sowas habe ich noch nie gelesen. Deswegen bist du Takfiri, weil du ja nie was liest, weil du ja nie etwas lernst, weil du ja nur diese einsichtige Darstellung mitbekommen hast. Du hast nicht mitbekommen, was die Gelehrten sagen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Diese Takfiris oder auch die anderen Sekten, die zeigen dir nicht die ganzen Paletten. Was sagt der und was sagt der und was sagt der? Nein, nur das, was sie beleuchten wollen. Ja, und dann ist er baff, wenn er sowas liest. Und anstelle endlich mal zu schweigen und runterzukommen und zu lernen, kann nicht richtig sein. Die ganze Welt ist falsch, nur er ist richtig.